Catch was Love bis euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video zocken wir Call of Duty Black Ops Cold War. Oh yeah, Leute, wir sind wieder back in Call of Duty Cold War. Ich hab's gerade eben gesagt. Ja, wir sind wieder auf der PS5 und ich will mal sagen, Leute, wir zocken die. Es ist jetzt keine neue Map und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob ich sie wirklich gespielt habe. Aber es gibt eine Map, die heißt WMD247. Ist die neu? Also ich glaube, es gab ein Update in Cold, das hat dann jeder gespielt und dann. War das Update cool? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Also, wir werden auf jeden Fall die neue Map spielen und sowas, ne? Also, ein bisschen abwechseln. Nach ein bisschen Vanguard, nach ein bisschen Splitgate, nach ein bisschen Warzone, nach ein bisschen Fortnite. Mal wieder ein bisschen Cold War, Alter. Let's go! Spiel natürlich mit der Bass-Klasse, mit meiner Bullfrog. Okay, jetzt stellen wir uns wieder die Frage, ist Call for the Cold War tot? Finden wir eine Lobby? Das war ein Witz, aber es dauert echt lange. Ey, das war ein Witz! Cold War ist nicht tot! Ey! Das dauert genauso lang wie Black Ops 3. Ist etwa Call of Duty Cold War tot? Oh mein Gott, wie die alle heißen. Too easy im Clantech, Ananin Sickenfkninem. Oh mein Gott. Da ist ein Zug. Wir haben Shark im Gegnerteam. Slaystation Pony. Also ich spiele wirklich das Spiel jetzt gerade das erste Mal. Ich habe mich davor wieder nicht aufgewärmt. Wie immer. Oh mein Gott. Mein Aim, ne? Also Leute, ne? Playstation, ne? Also mein Aim ist kacke. Oh Leute, stimmt, hier habe ich ja da Kimpe und sowas. Oh Leute, die haben auch hier so Lebensanzeige. Ich dachte, ich kann die Tür kaputt machen, aber ich habe vergessen, wir sind auf einer anderen Engine. Stellung wurde gesichert. Hier. Oh mein Gott, ich komme gar nicht drauf klar. Wir haben eine 10.000 Punkte, ich glaube, die werde ich auf jeden Fall nicht erreichen. Digga, kann ich auch mal einen Kill machen, hallo? Ist Cold War so tot, dass wir ein 6 gegen 6 spielen? Mein erster Kill. Richtig und richtig. Also erster Eindruck von der neuen Map. Neu. Denkt dran, Leute. Ich habe die neue Map nicht gespielt. Die ist jetzt bestimmt schon seit Wochen her alt. Ich wurde so vernichtet. Also die Map finde ich auf jeden Fall ziemlich nice. Die macht auf jeden Fall sehr Spaß. Und auf der Map rasiere ich auch immer voll krass, krass voll krank. Let's go. Too easy. Komm mal her. Too easy im Klartek. Ich sollte lieber Too easy im Klartek haben. Uno. Dos? Oh mein Gott. Es fühlt. Okay. Wenn man Kills macht, ein Cold War fühlt sich schon geil an. Let's go. Das habe ich vermisst. Ich habe voll vergessen, dass wir Stellung spielen und nicht Team Deathmatch. Slaystation Pony holt mich. Es regt mich so auf, dass er nicht Playstation Pony heißt. Oh Leute, der hat die Anfangsbuchstaben gewechselt. Er heißt nicht Playstation Sony, er heißt Slaystation Pony. Oh mein Gott, das ist voll smart. Und Chuck holt mich, Junge. Er ist der Beste. Ja, okay. Die Stöhne habe ich in Cold War nicht vermisst. Oh mein Gott, bester Spieler. Er war nie weg. Er war nie weg auf der Konsole. Er war nie... Slaystation Pony? Holt mich. Das ist wahrscheinlich eine sehr dumme Frage, die ich jetzt stellen werde, aber... Habt ihr die neue Map schon gespielt, Leute? Wie findet ihr die neue Map in Cold War? Die neue Map in Cold War? Okay, passt auf. Wir stehen 6-9. Achso, was mir auch gerade wieder einfällt, Leute. Man hat ja hier das normale C4. Das heißt... Das kann man auch mal benutzen. Im Vanguard ist es ja so, dass man erstens platzieren muss und dann sprengen kann. Das hat halt so ein 10 Jahre Delay, aber hier ist es ganz nice. Ich geh. Was ist das hier? Gasmine, oh mein Gott, warum schieße ich drauf, ich fucking Idiot. Wie gesagt, Leute, ich spiele ja immer alle Matches. Wie hat er das überlebt? Ich hab Cold War vermisst. Ich sag dazu mal nichts, weil ich glaube, ich werde es höchstwahrscheinlich hier rausschneiden. Okay, nächste Stellung ist da vorne. Komm. Wir jetzt den Stellungsmodus, genauso wie man ihn spielen sollte. Und zwar sollte man die Stellung verteidigen. Und ich werde jetzt in meinem Leben verteidigen. Oh, da rechts. Denkt dran, Leute, komische Geräusche zu machen. Gebt euch 10 plus 10 Aim. Gut, das war ein bisschen zu spät, waren ja komische Geräusche. Hier ist kein... Oh, links. Seht ihr? Wichtig und richtig. Digga, ich sehe, dass es jetzt wieder gewinnt. 240 zu 53. Komm, noch ein Kill. Bevor wir gewinnen, noch ein Kill will ich machen. Alright. Noch ein Kill. Ich will noch ein Kill. Bitte. Wenigstens nicht gestorben, Alter. Wichtig und richtig. Ich habe jetzt Angst, die Tabelle zu öffnen. Bin ich positiv? Ich habe es positiv geschafft. Oh mein Gott, ich wusste, ich bin gut. Ich wusste es. Alright, wir haben gerade die Bullfrog gespielt. Was habe ich noch für Klasse? Die Otis. Lapa, okay, das habe ich mal für so ein Video gemacht. Die war voll kacke. Friedhofstache. Gut, da hatte ich meine Sniperphase.
MP5. Oh, wie süß klein die MP5 bitte ist. What the fuck? EM2. Okay. Neuro, neues Glück. Wieder auf WMD. Abschluss bestätigt mit der LC10 in Gold. Oh, Baby. Ich bin gespannt. Ist der Inder von Tinder, heißt einer. Da heißt einer der Inder von Tinder. Jetzt kenne ich ja ein bisschen besser die Map. Das heißt, ich weiß ja ganz genau, dass die Leute auch von hier kommen. Ne? Also, das weiß ich ja ganz genau, weil ich... Die kommen wirklich von dir. Holy shit. Ja, ich muss sagen, dass ich auf der Tastatur und auf dem Controller spiele. Das ist jetzt nicht wirklich so eine gute Kombo. Also, das ist echt schlecht, um ein paar gute Gameplays rauszuhauen. Gut, für Old Cowboy reicht es auf jeden Fall. Und die LC10, die ballert. Coldboy ist so tot, dass einfach Shaq wieder in der Lobby ist. Oh mein Gott, ich könnte kotzen. Also, Abschuss bestätigt. Das heißt, einfach nur Kills machen und diese Marken einsammeln. Der Zug kommt! Und der Zug ist wieder weg. Ich spawn, glaube ich, hinter uns. Ich spawn, glaube ich, hier. Digga, ich bin einfach der Beste, ich bin einfach der Beste, ich bin einfach der Beste. Okay, okay, da hinten sind welche, Leute. Schnell, ich muss mein Team unterstützen. Der Inder von Tinder ist einfach zu gut. Man kann... Wie ist der da hochgekommen? Holy shit. Der ist kurz Tarzan geworden. Keine Ahnung, ob Tarzan jetzt gerade wirklich ein guter Vergleich war, aber Tarzan ist doch der schwingt, gell? Und wenn man schwingen kann, da kann man auch hoch irgendwie landen. Ich sollte aufhören zu labern. Ich zock einfach das Spiel, Leute, okay? Ich zock einfach das Spiel. Komm, kletter hoch. Bitte sterben, bitte sterben. Oh mein Gott, ich bin hier oben. Oh mein Gott, ich bin hier oben. Sterbe ich, wenn ich hier runterspringe? Oh mein Gott, ich weiß ganz genau, dass ich... Oh mein Gott, ich weiß ganz genau, ich werde sterben, wenn ich hier runterspringe, aber ich mach's trotzdem. Ich bin nicht tot. Ich bin nicht tot. Ich wiederhole, nicht tot. Ihr könnt da runterspringen. Let's go. Oh. Let's go. Nice, nice, nice. Die Waffe ist nach Usbekistan geflogen. Let's go. Zweite Eliminierung ohne zu sterben. Wichtig und richtig. Schaffe ich noch einen dritten Kill ohne zu sterben? Komm, das schaffe ich, oder? Komm, das schaffen wir, das schaffen wir. Da. Nee, nee, Shark ist da. Oh. Und da ist mein Kopf weggeflogen. Am Fenster ein bisschen pieken. Let's go. Wichtig und richtig. Guckt euch Shark an. Er ist der beste Spieler. Nein, ich schaue weg. Ja, ja, ja. Ich hab sie nicht gegönnt. Okay, pass auf. Wir gehen hier ein bisschen seitlich. Deshalb werden sie niemals erwarten. Wir platzieren hier ein richtiges Mikrofon. Shark geholt, easy peasy. Max geholt, easy peasy, Lemon Squeezy. Da hast du nicht drüber nachgedacht. Da hast du nicht drüber nachgedacht. Hier hoch, ich werde hier nicht erwartet. Doch, da. Digga. Guck mal, alle da, die sind alle da, die sind alle da. Perfekt, hier ist einfach niemand. Doch, da, da. Okay. Aber noch zwei Kills, noch zwei Kills. Genau wie geplant. Seht ihr? Nur zwei Kills. Easy, Alter. Sechs. Oh, schon wieder positiv. Auf jeden Fall, Leute, ich würde sagen, das ist das Video. Lasst gerne liken, aber das Shotgun auf Twitch, wobei ich stream jeden Montag und Donnerstag 16 bis 18 Uhr. Die Map ist, die Map ist einfach viel zu groß. Es gibt so viele Häuser, wo man sich vercampen kann. Das ist komplette Scheißmap eigentlich. Also, ich habe sozusagen nichts verpasst. Also, ich hätte das, ich hätte nicht Koto wieder neu installieren müssen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the ride, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me.